Genau, Only, erklär's mir mal bitte. Das wäre super lieb. Jetzt kommen wir zu dem Tresor. Wie war das unten von 0 bis 9 und oben von 0 bis 24? War das jetzt richtig? Ja. Ich bin voll erschrocken. Chefin soll sich schämen, Sven. Ja, du kennst es ja auch schon durch deinen Bruder, das Spiel, ja? Also, du könntest es ja auch erklären, du spielst es ja morgen auch. Dann bin ich ja beruhigt, dass du auch nicht viel darüber sagen kannst. Ich dachte schon, ich habe was vergessen. In sein Auge zuckt noch. Band Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des zingulären Kortex, Zentrum der Hoffnung. Okay. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Wir versuchen es mal genau hier. Ah, ich drücke immer die falsche Taste, Entschuldigung. So. Ja, es hat sogar direkt auf Anhieb geklappt. Ich sollte Ärztin werden. Wer will sich von mir behandeln lassen? Ich hoffe, dieser Fetti kommt noch nicht mehr. Also ich finde den voll eklig. Der mit der Kettensäge. Da rennt einer mit der Kettensäge ein hinterher. Den finde ich nicht so toll. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Ich garantiere aber dann für nichts, ne? Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Okay. Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Ich kann nur so. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? So viel, was ich jetzt noch weiß, ist, weil wir sind ja jetzt mittendrin, ne, wenn du nur den Anfang und den Ende kennst, dass halt Forschungen stattgefunden haben, um die Psyche eines Menschen zu manipulieren, ja. Dass die vom Geist Besitz nehmen können, quasi. Ja. Das habe ich gelesen gestern. Und das hat wohl auch geklappt soweit. Sonst würden die hier nicht so Kreaturen rumwandeln. Das wollte ich zwar nicht, aber egal. Nehme die mit. Genau, das hat er schon getan. Oh, da ist auch ein Fetti. Ja, der kann auch schießen, oder was? Da ist noch einer. Ah, der da. Bevor du mich abknallst, Freund. Du hast mir einen Bolzen geschmissen, sehr lieb. Burn, let it Burn, Baby.
Sven. Auch für die haben wir keine Munition mehr. Die ist scheiße. Für die haben wir noch zwei. Laden wir mal nach. Ja, komm, aber wir spielen erstmal mit der. Für die haben wir immer die meiste Munition. Ich ahne fürchterliches, wenn ich jetzt aus dieser Tür gehe. Entweder verfolgt mich wieder dieser komische Geist oder ja, Teufel persönlich, wie auch immer. Oder der Fetti wird hier gleich rum, wenn die Tür aufgeht. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Und diese Geräusche. Aber hallo. Sollte ich vorher nochmal skillen? Ich glaube, wir skillen vorher nochmal. Ich habe ja jetzt ein bisschen was zusammen. Hier gab es ja genügend. Haben Sie etwas vergessen? Nein, warum? Sollte ich? Wir tragen uns mal ein. Speicher mal. Annehmen. Mein Speicherstand ist schon hier voll. Müssen wir hier schon überschreiben. Na gut. Na gut. Aber viel werde ich jetzt nicht machen können, glaube ich. Ich kann was machen, aber nicht viel. Ja, und hier können wir halt unsere Fähigkeiten verbessern. Ich nehme an, man stirbt immer, wenn man in den Spiegel schaut. Ich weiß es aber nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Dass man dann nicht, dass man dann da im Jenseits ist wohl. So, ganz gecheckt habe ich es aber noch nicht. Den haben wir noch nicht verbessert, dann sollten wir den mal verbessern. Auch mal auf Stufe 2. Den auch. Machen wir die ganzen Bolzen hier auf Stufe 2. Hier können wir gar nichts. Und für diese Waffe will ich keine Magazinkapazität. Ne, die nervt. Die nervt mich. Ich mag die nicht. Alles spielt im Kopf ab. Ja, es kann auch sein. Der war ja auch schon einmal bewusstlos und dann bin ich auch bei dieser Troller hier in dem Raum wieder wach geworden. Das ist gut, das sollten wir auch mal verbessern. Jetzt geht hier eh nichts mehr. Oh, wir müssen wieder weiter sammeln gehen. Na? So. Die hört sich echt gelangweilt an. So gut wie es der geht, würde es mir gerne auch in dem Spiel gehen. Ich habe ein wenig Fracksausen, hier jetzt weiterzugehen. Ich weiß nicht, so lange Gänge finde ich nicht toll. Der verändert sich jetzt bestimmt sowieso wieder. Naja, wir laufen mal. Und Türen, die hinter einen schließen. Mag ich sowieso nicht. Tja, es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen uns dem stellen. Ich bin besoffen. Oh. Okay. Scheiße. Holy shit. Gerade durch. Dafür hat der Onkel. Soll ich dem folgen, ja? Ich will aber nicht. Nein, ich will dir nicht folgen. Wisst ihr? Hätten wir beinahe übersehen. Käfige. Mm-hmm.
Jetzt habe ich schon einen Ohrwurm von dieser... Nein, ich will dir nicht folgen. Wisst ihr? Hätten wir beinahe übersehen. Käfige. Jetzt habe ich schon einen Ohrwurm von dieser Violine, die da immer im Hintergrund spielt. Was willst du mir zeigen? Meinen nächsten Feind bestimmt. Und was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Renn doch. Okay. Was machen wir denn jetzt? Das geht da runter. Eieiei. Hier geht's gerade rund. Boah, diese Puppe hat mich gerade so erschreckt. Boah. Im Land der Köpfe. Zum Thema, es spielt sich alles im Kopf ab. Du blöde Ich wollte sie gerade umhauen hier. Guck, ich hab schon gedrückt. Reaktion kam etwas später. Okay. Aha. Ja, das ist so viel zum Thema geistige Manipulation, ne? Was ich ja vorhin gesagt habe. Soweit habe ich das auch mitgekriegt. Fuck it. Dasselbe mach ich mit dir. Nein! Oh. Oh. Was ist das hier?